Hallo Leute, Sil hier und willkommen zurück zu Dyson Sphere Program. Ich habe hier mal so ein bisschen Zeug weggeräumt und die Forschung ist in der Zeit weitergelaufen, habe neue Sachen eingereiht. Das dauert jetzt eine Weile, bis es fertig ist. Was machen wir? Wir machen jetzt hier einfach die nächsten Texte, die so kommen. Unter anderem Battlefield Analysis. Das heißt, ja, keine Ahnung, was es macht. Das spricht davon, dass es irgendwie automatisiert kämpfen kann. Wir werden mal sehen. Viel wichtiger ist aber der hier. Da sind die Fundamente. 400 blaue Forschungswürfel, ne? Es ist der Wahnsinn für Fundamente. Aber kann man auf jeden Fall gut brauchen, weil überlegt euch hier Folgendes. Hier hatte ich jetzt diese Schmelzstraße angefangen. Die würde ich hier so weiterziehen. Das heißt, ich müsste irgendwo, naja, wenn ich es erweitern will, hier oben lang erweitern, die Schmelzstraße. Und vielleicht hier unten bauen. Jetzt stehen natürlich hier irgendwie noch Sachen im Weg, ne? Aber die Frage ist, ob wir das trotzdem nutzen können. Das heißt, hier hinten würde ich jetzt mal anfangen zu bauen. Und ich würde das erstmal gar nicht so groß bauen, sondern sagen, einfach irgendwie so Produktionsgebäude hier mit hinstellen. Und das mal bauen, was wir brauchen. Zum Beispiel brauchen wir sowas hier, ne? Wir brauchen aber dafür auch Zahnräder und diese komischen Magnetringe da. Die müssten wir schon wieder ein Stück weit vorher bauen irgendwie. Und dann gucken, wie wir alles hier irgendwie reinkriegen. Und das hätte ich gesagt, kann man ja vielleicht irgendwie hier auf der Ebene bauen. Ich stelle mal kurz die Sachen hin. In der Idee, dass da der Boden flach wird. Danke. Weil flacher Boden ist, brauchen wir, wenn wir dann irgendwann hier das Wasser auffüllen wollen. Weil Kupfer haben wir hier. Und Metallplatten haben wir auch. Wir brauchen noch Zahnräder. Und Zahnräder und Metallplatten ist sogar ein 1:1 Verhältnis. Das heißt, eigentlich ist das schon gefühlt viel zu klein. Und weil das ist, hätte ich gesagt, also wir machen das mal so. Und sagen ihm hier, er macht Platten. Und du kannst keine Zahnräder machen, weil du das falsche Objekt bist. So. Dann machen wir hier einfach direkt Zahnräder. So. Und ja, du brauchst Strom, ist schon klar. Oh, so würde ja reichen. Ah, wir machen es mal dahin. So, wir haben Zahnräder. Und dann brauchen wir noch diese Magnetringe. Was? Ja, das ist genau das, was ich gerade überlege, wie ich das mache. Bei 10 hörst du auf, ja, das ist schlecht. Ah. Ja, genau, ne? Kisten haben wir auch schon wieder nicht mehr. Das ist genau der Punkt. Wir brauchen so viel Zeug. So, wir stellen mal nochmal 10 davon her und wir brauchen auf jeden Fall Windräder. Ja, so viel zum Thema Zahnräder, ne? Und diese ollen, diese hier. Ich habe übrigens an unserem Stromauflademasten eine Kiste hingestellt. Wo wir hier mal den ganzen Überschuss da reinhauen können. Ah, wir können hier einen Filter setzen. Warte mal, warte, nee, wie, was? Filtern will ich es eigentlich nicht. Ich dachte eher gerade an dieses Symbol hier wie auf dem Förderband, dass ich das einstellen kann. Das wäre ganz cool gewesen. Kann ich ja vielleicht trotzdem machen. Und zwar
Um Gottes Willen, was haben wir denn hier alles? Ich würde mal diesen Mast nehmen. Oder will ich den Mast nehmen? Wie sieht's denn aus? Dann machen wir die Kiste. Da. Dann weiß ich, wo die Kiste ist. So, und wir sind wieder aufgeladen. Ich habe nämlich die Kohle rausgenommen bei uns, weil ich dachte, warum, wenn ich den Mast habe zum Aufladen? So, Zahnräder. Tja, ne? Und auch soll das hier... Das muss irgendwann mal irgendwo hin. Hatte ich nicht eine Kiste gebaut, sag mal? Wollte ich eine bauen? Steine? Ernsthaft? Eisenplatten fehlen, ne? Genau. Ja, genau. Jetzt los. Wie machen wir das jetzt? Also. Wir brauchen noch die Ringe hier. Kupferplatten und Ringe. Die liegt hier genau gegenüber. Ich bin mal ganz frech. Und... Wir machen das so ähnlich wie hier oben. Nur ein bisschen anders. Mensch. So. Bei Kupferplatten haben wir schon hier. Dann brauchen wir den, ne? So. Und dann stelle ich von mir aus den hier hin. Das müsste ja trotzdem rüberreichen. Ja, perfekt. So. Und dann ziehen wir die Ringe schlichtweg hier unten raus. So, und dann haben wir hier Zeug. So, dann ziehen wir das mal bis hierher. Das brauchen wir nämlich aktuell. Und ich glaube, das Erste, was wir brauchen, sind so diese ganzen Logistik-Sachen, ne? Förderbänder und so weiter. Da brauchen wir Eisenplatten und Zahnräder. Achso, die Zahnräder müssen wir noch irgendwo hinschmeißen, ne? Machen wir von mir aus hier hin. Ne? So. Da sind die Zahnräder. Und das würde ich jetzt irgendwie dann hier runterziehen. Was brauchen wir für die Dinger? Ach, Elektronik. Das haben wir auch. Warte mal, warte mal. Eisen, Kupfer. Okay, das kriegen wir hin. Und eigentlich wird es Zeit für so ein Logistik-Upgrade. Denn wir brauchen ja Splitter und sowas dafür. Tja, haben wir noch nicht. Ich würde sagen, solange wir das nicht haben, baue ich das erstmal irgendwie per Hand oder so. Oder zumindest mal die wichtigsten Sachen. Wir brauchen ja auf jeden Fall Fließbänder. Achso, warte mal, das ist natürlich Blödsinn so. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es ja in der Kiste irgendwo rein muss. Jetzt ist die Frage, reicht das darüber? Ja, perfekt. Dann wird das nämlich nochmal umgebaut. So, das haben wir. Ja. Genau, warte mal, das machen wir hier doppelt. Kiste. Haben wir es wieder. Steine und Eisenplatten. Können wir eigentlich mal hier oben bauen, wa?
Jetzt habe ich das da reinkopiert, ne? Ja. Machen es mal so. So, dann haben wir nämlich Steine, Eisenplatten und wir wollen Kiste. So, ein Förderbänder. Und dann können wir das hier mittig reinhauen, dann haben wir es. Perfekt. Tada, sehr schön. So, Kisten brauchen wir nicht so viele, ne? Wir können mal... So. Und Förderbänder brauchen wir im Kern wahrscheinlich auch nur so. So, kommt das Ding hinterher? Sieht nicht so aus. Okay, super. Okay, das läuft. So stelle ich mir das vor, so ungefähr zumindest. Wie gesagt, wir werden es eh noch umbauen müssen. Ah, da geht's bald wieder los, ne? Müssen wir mal gucken, wie das dann funktioniert. So, dann brauchen wir die hier. So, und da brauchen wir Elektronik, Kupfer und Eisenplatten. Wir könnten eine Kiste hier hinstellen, so. Das so hin. Und sagen, wir machen hier Elektronik. Jedes Mal, wenn ich auf das Förderband klicke, denke ich, ich habe das dann schon ausgewählt. Aber nein, ist ja nicht so. So, jetzt brauchen wir mal eben hier noch die Sachen selber gebaut. So, da haben wir Elektronik. Könnten wir von mir aus hier auch auf ein extra Band legen. Und dann brauchen wir für die Dinger nochmal Eisenplatten. Das heißt aber, ich kann das eigentlich direkt füttern, ne? Also sprich so. So. Das darüber, das darüber. Und von hier oben das da. Zack. So, und dann sagen wir hier auch. So. Oh ja. Können wir schon mal eine halbe Kiste nehmen, wa? Achso, kein Strom. Tja, das ist schon mal das nächste, was wir brauchen, ne? Strom. Produktionsgebäude. So, Zahnräder, Eisenplatten und diese Metallringe. Da brauchen wir Elektronik für. Wollen wir die Türme automatisieren? Guck mal, da brauchen wir alles für. Hä? Was ist das da eigentlich? Wasserpumpe, ja, das werden wir mal nicht automatisieren, denke ich. Aber die Sachen auf jeden Fall, ne? Vielleicht erstmal die Türme. Metallplatten und Ringe. Jetzt haben wir die Ringe hier unten. Könnte sonst sagen... So. Produzieren wir hier zwischen irgendwie. Hm.
So, Förderbänder haben wir noch genug. Wie viel haben wir schon hier? Ah, super geil. Wird langsam, wird langsam. Ah, sehr schön. Okay, mit 12 Baudrohnen ausgestattet. Okay, das klingt gar nicht so ungeil. Das heißt, das können wir mal probieren. Warte mal. Habe ich sowas bekommen zufällig? Nee, leider nicht. Wo ist das denn? Das da, ne? Ah, guck mal, das braucht einen Haufen Zeug. Ach, das braucht zum Beispiel Stahl. Gut, das können wir nicht herstellen, wenn wir es nicht einstecken haben, ne? Oder? Weil das haben wir ja hier oben. So, wir müssten gleich da mal einen Angriff kriegen, wa? Okay, wir können das bauen. Ich baue das mal per Hand. Diese komischen Triebwerke. 12, sagt er. Ja, haben wir genug. Dann kriegen wir das. Achso, wir brauchen Stahl. Oh, hier fehlt Eisen, hä? So, wo kommt Stahl her? Aus Eisenplatten. 3 zu 1. Herzlichen Glückwunsch. Tja, so jetzt habt ihr mal Eisen. So, das brauchen wir da nicht. Tja, ich überlege. Nee, wir stellen das mal dahin, wo wir es brauchen, oder? Was ist hier los? Ach, andersrum ist es, Sorry. Ach, jetzt kommt hinten gar kein Eisen mehr an, ne? Ja, es geht alles da rein jetzt. Deswegen macht es Sinn, die Sachen jetzt zu limitieren. Und weil das 3, 6, 9... Ja, komm. Das sollte reichen. Okay, der Schwarm startet einen Angriff. Der müsste von da hinten kommen. Set. So, dann packen wir uns mal hier Graphit mit rein. So, jetzt ist noch die Frage, wenn ich hier stehe, sollte er ja eigentlich keinen Strom verbrauchen. Interessiert ihm aber nicht, macht er trotzdem. Na gut. Da kommen sie. Ja, sind auf jeden Fall ein paar mehr. Jetzt kann ich auch noch schießen, okay. Linke Maustaste. Na, na. Okay, er hat doch alleine geschossen. Achso, warte mal. Wir haben jetzt ja... Wir was einsammeln. Nö. Aber okay, ging. Gut, Leute. Ich würde sagen, tja, das ist mal wieder eine Folge gewesen. Nicht viel geschafft. Wir haben, naja... Die ersten grundlegenden Sachen in der Produktion. Boah, das brauchen wir ja auch nicht so viel dann. So. Und wir stellen fest, Erz zu wenig, Produktion zu wenig, alles zu wenig. Fabrik muss wachsen, das heißt, wir brauchen auch Miner, die wir herstellen.
Ich werde mal gucken, dass ich das irgendwie weiter ausbaue. Das braucht auch die vier Sachen. Bis dahin würde ich sagen, lasst gerne ein Abo unten nach oben da und schaltet gerne wieder ein. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss.